Kennt ihr drei zufällig einen Osaramensanges-Grund namens Burgrent? Jungs, dieser Schwindler hat seine Dienstbotin zum Eintreiben geschickt. Ich bin keine Dienstbotin. Ich soll für Burgrent Teile sammeln. Oder wollt ihr ihm weiter kaputten Müll verkaufen? Kaputten Müll? Die Herde zieht schon bald weiter. Keine Zeit für Streit. Wenn sie helfen will, lassen wir sie doch. Schön. Wir erlegen diese Maschinen. Wenn du unbedingt helfen willst, geh voran. Also, los. Ah! Ich war noch nicht bereit. Ah! Dann habe ich Unterstützung hier. War noch nicht bereit. Wow, ich bin noch immer nicht bereit. Wo renne ich denn da jetzt hin? I got the high ground. Lauf weg. Ich werde einfach am Berg oben bleiben und die High Ground ausnutzen. Ich habe noch andere Munition. Naja, immer runter granadieren. Ich hoffe, es gibt hier kein Friendly Fire. Nice. Ist egal, ob es Friendly Fire gibt oder nicht. Ich gehe gerade eh nur ab. Er schaut ein bisschen verwirrt aus, der Kleine. Beim blauen Licht fühlt sich das gut an. Ja, fühlt sich super an. Ich kann durch Bäume durchschießen. Ja. Nein, das sind die perfekten Fallout Skyrim-Taktiken hier. Mein Kill. Okay, doch nicht. Gehen wir lieber looten. Schlecht. Was, habt ihr es noch immer nicht wegbekommen, das Teil? Wir packen da. Weiß nicht, warum dich das etwas angeht, Fremder. Was? Hallo? Geht mich alles was an. Bin der Main Character. Ah, wo ist die Leaderin? Rennt weg. Hey, hey, hey. Na, erledigt. Ihr drei seid wirklich nützlich im Kampf. Na, danke. Nicht, dass wir Hilfe bräuchten. Wir kommen auch ohne dich gut klar. Da sagt Burgrent was anderes. Er sagt, ihr wolltet mit einem zersplitterten Donnerkieferherz zahlen. Was? Das ist übertrieben. Es brach nur in zwei Teile. Okay, wir haben keine Zeit. Kommt schon, Jungs, zurück auf die Jagd. Wir brauchen noch zwei Teile für Burgrent. Warum die Eile? Wir wollen von hier weg, so schnell wie möglich. Mehr musst du nicht wissen. Doch. Warum verlasst ihr den Schnitt? Wir könnten auch nach Ban-Ur. Uns von Ornekor töten lassen. Beim blauen Licht, Orkai. Warum schreibst du unsere Geschichte nicht gleich für alle sichtbar in den Schnee? Es gab einen Streit mit dem Häuptling unseres alten Veraks. Wir fanden, jemand anders sollte uns leiten. Er fand das nicht. Schien ein guter Zeitpunkt zum Aufbruch. Also reisen wir ins Sonnenreich. Das... Von hier ins Sonnenreich. Ein weiter Weg. Sollte sich lohnen. Um zu überleben, sollte man wissen, wann man geht und wo man hingeht. Ja, und in diesem Fall bleiben wir, so weit es geht, von Ban-Ur fern. Wir haben genug von rotem Schnee. Was habt ihr vor, wenn ihr ankommt? Was tut ihr dann, um zu überleben? Also, was zählt ist, dass wir dort ankommen. Und dazu brauchen wir Scherben. Wenn du uns also entschuldigst... Dieses Donnerkieferherz, das ihr Burgrent... Eine Frage, in Ordnung. Ist es nicht egal, dass das Herz in zwei Teile gebrochen war? Kann man es nicht einfach reparieren? Natürlich kann man es nicht reparieren. Ich wollte nur... Oh, ich wette, dieser Osseram-Betrüger könnte es. Er wollte uns nur einen neuen dummen Auftrag geben. So schlimm ist er nicht. Ich mag Burgrent. Du magst ihn? Tulemak, er hat uns in den Schnee geschickt, wo ein Donnerkiefer uns fast zertrampelt hätte und... Jungs, Schluss jetzt! Oh. Immer, wenn jemand dieses blöde Herz erwähnt. Ich hab die Versengerkralle, die Burgrent wollte. Dann fehlen nur die Pirschersehne und der Schnappmaulzahn. Dann behalte es lieber. Du kommst schließlich zur nächsten Jagd mit, oder? Ich schätze, irgendjemand muss auf euch drei aufpassen. Gut.
Dann musst du wohl mitkommen, aber denk nicht, du wärst eine von uns. Die blutigen Schneewehen akzeptieren keine neuen. Blutige Schneewehen? So willst du unseren Verak nennen? Ja, klingt nicht toll, Tatei. Oh, deine Namen sind auch nicht besser. Du, wir gehen nach Nordwesten. Zu den Ruinen bei der Hohlhalle. Wir warten dort. Blutige Schneewehen. Wird gleich als Instrumentalsong. Titel geklaut. Wo wollt ihr hin? Oh boy. Wirklich? Hier oben. Oh, ja, ja. Wir sehen uns gleich wieder. Da ist die Herde. Alle bereit? Im Ernst? Wir sind stets bereit. Los geht's, auf sie, Feuerfäuste! Nein, grauenhaft. Ein ziemlich schlechter Name. Netter Versuch, Urkai. Vergiss es. Lass uns was umlegen. Was haben wir hier? Das Ding. Du zuerst. Ich habe keine Muni mitgenommen und nachgefüllt. Das hätte ich locker noch machen können. Schön. Was haben wir hier sonst noch? Hier drüben weiterer. Dicker, Graver, Gräber. Oh. Ah, das geht sich nicht mehr aus für den Critical. Die hier gehört mir! Mir! Jetzt wirst du platt gemacht. Ich sehe gar nichts durch den Turm, der eigentlich hier schon auf meiner Seite ist. Das ist gar nicht mal schlecht. Oh, ist das ein Pirscher? Mist. Konzentration, keine Probleme mehr. Wir haben ihn kurz gestunt, aber es hat nicht viel gebracht, weil. Ja, jetzt da. Mess Dunkill. Nein! Eie. Natürlich geht er auf mich. Wirklich? Vielleicht wir lachten doch. Eieiei. Beim blauen Licht fühlt sich das gut an. Nee, fühlt sich nicht genau. Was lebt denn da sonst noch? So ein zweiter Pirscher? Nein, ein Wächter. Den muss man zerschlagen gleich. Ob ich kann schon zu Tränken wechseln. Jetzt reißt sich doch mal zusammen, da ihr zwei. Trank. Oh, Mist. Mein Speer ist fast. Oh, wo habe ich mich? Da jetzt. Oh, ihr Pischerhölle. Jetzt da kann ich endlich einen Critical Hit machen. Der Turm ist doch ausgeschalten, oder? Ich muss den Turm überbrücken. Kontrollieren. Nein, ist nicht ausgeschalten. Oh, na Gott sei Dank. Oh. Das war fast die... Ganz vorsichtig. Da ist noch einer. Nein, das taugt mir nicht. Wo ist er hin? Abgetrennt. Gut. Er rennt weg. Probieren wir es inzwischen. No. Ha, der Wächter lebt ja noch. Ich sehe gar nichts. Die Beleuchtung hier drin ist nicht das Beste. Okay. Ruhig, ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ihr macht den Fighter weil. Ich mach den Turm. Gib mir Rückendeckung für once. Einmal Rückendeckung, ich hoffe, bitte. Ihr habt mein Ausweichmanöver mitbekommen. Nein, habe ich nicht. Oh. Sehr schön, Team. Okay. Gar nicht so schlecht, glaube ich. Es wird fett Damage gemacht. Ich erlege die. Ja, fett Damage. Okay. Was macht der Bogen zu Ende? Ist schon tot, Kisjogi. Oh! Ich brauche fast Heilung da. Nice. Mehr Heilung bitte. Reinholz.
Ja, ich werde wahrscheinlich wieder teleportieren müssen. Da werde ich in der Zwischenzeit dann ausrüsten, was ich brauche. Wo führt er mich hin? Gefriert. Noch bevor ich überhaupt ausatme. Weiß ja nicht, wie es euch und geht. Und der letzte Treffer aber geht mir geht's auf besser. Mein Konto. Aloy, hast du das Bauteil? Und ein Teil weniger. Noch eins, dann könnt ihr das Burgrennen zurückzahlen. Es fängt an, sich echt anzufühlen. Ich glaube langsam, dass wir es hier wirklich wegschaffen. Ich dachte, dass wir keine Woche ohne Nukoni schaffen würden. Aber seht uns an. Wer ist Nukoni? Nukoni war eine Freundin von uns. Sie forderte den Häuptling heraus für den Verak. Sie schafft das nicht. Nein, wenn du die Geschichte erzählst, dann richtig. Sie wurde umgebracht. Koni forderte ihn heraus? Warum? Onnekut schmückte sich mit Macht und Autorität, wie andere sich mit Edelsteinen schmücken. Wenn man ihm die Füße küsste und ihn mit falschem Lob übergoss, erhielt man beim Jagen Vorteile. Der Verak war gespalten. Einige heuchelten Onnekut ihre Treue vor und der Rest von uns wartete, dass es besser wird. Bis Nukoni. Sie war die beste und mutigste von uns. Sie war die, die Stellung bezog. Seid ihr deshalb fortgegangen? Wegen der Sache zwischen Nukoni und dem Häuptling? Onnekut wusste, Nukoni war unsere Mentorin, unsere Freundin. Wir mussten gehen. In dieser Nacht schlichen wir ins Lager, packten unser Zeug und gingen. Wie Feiglinge. Was sind wir, Tatai? Wir sind Banuk, oder? Überleben und siegen. Das tun wir. Aber sie nicht. She dead. Was ist passiert? Wie habt ihr Nukoni verloren? Sie forderte ihn zu einem Jagdwettkampf heraus. Onnekut, verdammt! Er war nicht mal halb so gut wie Nukoni. Rate mal, wer wieder ins Lager zurückkehrte. Onnekut, grinsend wie ein Schnappmaul. Oh, wo ist die kleine Nukoni? Wir spürten Nukoni im Wald auf. Fanden sie unweit des Ausgangspunkts. Ihr Genick war gebrochen. Ich will sie nicht so in Erinnerung haben. Aber manchmal kann ich nur noch daran denken. Tut mir leid, Tatai. Sie muss dir viel bedeutet haben. Euch allen. Es tut mir leid, was ihr durchgemacht habt. Es ist schön, gehört zu werden. Danke, Aloy. Es spielt keine Rolle, okay? Was in Ban-Ur passiert ist, liegt dort begraben. Was jetzt zählt, ist, was im Sonnenreich passiert. Da machen die heißen Habichte sich einen Namen. Habe ich recht? Die heißen Habichte? Im Ernst? Geht leicht von der Zunge. Wie erbrochen es? Also, wohin als nächstes? Westlich von hier ist ein See. Dort finden wir bestimmt einen Schnappmaulzahn. Wir sehen uns dort. Wenn du vorher ankommst, warte beim Lagerfeuer. Wir kommen dann. Okay, wo ist dieser See? Nicht so weit. Aber ich werde wahrscheinlich trotzdem eine kurze Pause machen und dann direkt drüben sein für die Mission. Wir schauen uns noch kurz dieses coole Haus an. Wahrscheinlich eh nur ein Lagerfeuer, wie es auf der Karte Kompass Leiste oben anzeigt. Aber schaut Usus ziemlich gut. Americanus, der prachtvolle amerikanische Schwarzbär. Präsentiert von Montana Recreations. Wunderschön. Du warst sicher gefährlich. Dieses Fell. Du hast die Kälte nie gespürt, oder? Hätte er dich nicht erhalten, wüsste dann irgendwer, dass es dich gab? Ich störe nur ungern. Oh, ich... Ja, hallo. Eine Fremde beim Schreien der vergessenen Bestien. Willkommen. Ich bin Enchuk. Aloy. Der Schrein der... was? Zu Zeiten der alten Welt hat ein Mann ein kleines Totem für das Tier gebaut und sein Aussehen darin bewahrt. Wenn du das Totem auf dem Sockel platzierst, wird ein Bild des Tiers in der Luft gezeichnet. Und das Biest lebt wieder. Also, beinahe. Es gibt 7 Sockel. Wo sind die anderen 6 Figuren? Ich fand diese in der Wildnis. Mir fielen die Vertiefungen in den Sockeln ein. Und ich sah, dass sie zum Fuß des Totems passen. Aber wie du sagst, eine von 7, oder? Der große Montana Recreations hat sich ja mehr gemacht, aber... jetzt sind sie verstreut.
Also die Totems. Die Bilder, die sie zeigen, sind von ausgestorbenen Tieren. Sie sind weg. Wie die alten. So scheint es. Dass es solch überwältigende Wesen jetzt nicht mehr gibt. Dass wir nicht wussten, dass es sie gab. Wir brauchen Tiere genauso sehr wie die Maschinen. Für Nahrung, für Wärme. Aber widmen wir uns beiden gleichermaßen? Ich schon. Zum Beispiel habe ich diese Theorie über Füchse. Warum haben Füchse rotes Fell? Was essen Füchse denn? Fleisch? Rohes Fleisch. Blutiges Fleisch, ne? Natürliche Ursache. Logische Verbindung. Es ergibt einen Sinn. Du hast viel mehr über Füchse nachgedacht als ich. Wie findest du die hier, Enyuk? Oh. Schatzkisten. Karten. Kaufen. Okay, Schatzkisten habe ich bekommen. Yay. Danke, Aloy. Sieh nur, wie elegant sie dort auf ihren Sockeln stehen. Montana Recreations hat sie treffend eingefangen. Du sagtest, ein Mann habe sie gemacht? Genau. Er war, glaube ich, ein Schüler der reinen Natur. Wie ich, aber meinen Fähigkeiten tausendfach überlegen. Der große Montana Recreations. Wahrscheinlich der belesenste Naturgelehrte aus der alten Welt. Seine Stimme übernimmt Verantwortung für die Totems, die Gefäße, für all das Wissen, das er sammelte. Ich teile seinen Wunsch. Ich will die Tiere verstehen, ihr Verhalten katalogisieren, ihr Abbild erhalten. Ich sehe mich gerne selbst einfach als eine Art Lehrling, der seine Arbeit weiterführt. Eines Tages werde ich vielleicht auch seinen Namen verdienen. Enyuk Recreations. Und ich will ein Eichhörnchen erwischen. Ich sollte gehen. Sicher, sicher. Ich habe schon so viel von deiner Zeit geraubt. Aber könntest du vielleicht Ausschau nach mehr Figuren halten? Falls ich welche finde, bringe ich sie dir. No chance. Ah. Alces. Der edle Elch. Präsentiert von Montana Recreations. Die Hörner sind wie Bäume. Na zu klar. Laut, zu dieser laut. Elch hat sich mit diesen seltsamen Auswüchsen im Wald getan. Du bist kein Einhorn, aber du bist tot. Ziegenknochen. Yay. Puh. So, wie weit sind wir entfernt? Da ist ja der nächste Turm schon. Nächste Ziege, kein Einhorn. Eis. Ich will doch nur Heilung. Das nächste Haus hier. Warte mal, wo wollt ihr jetzt, dass ich hingehe? Okay, nach rechts. Der führt mich doch irgendwo hin. Ich stehe voll auf postapokalyptische Landschaften. Nächste Ziege, du wirst leben. Heilung. Oh, das ist ja wie sämtliche Winter auf einmal. Heilung. Nein. Mist. Wo ist die gute Heilung? Bäume. Ach Gott, damit. Keine Heilung für mich. Keine Spur von ihnen. Dann muss ich wohl warten. Ich habe mir langsam Sorgen um euch drei gemacht. Alles in Ordnung? Wir haben die Zeit gebraucht. Nach dem letzten Gespräch mussten wir unsere Gedanken sortieren. Das glaube ich gern. Nur noch eine Jagd. Dann ist eure Schuld beglichen und ihr könnt nach Süden ziehen. Bereit? Jägerin, die sonnigen Schneeschuhe erwarten dein Signal. Fürchterlich! Bin echt beeindruckt, Tulemak. Wusste nicht, dass du den Namen Heißer Habichte noch übertreffen könntest. Tja, ich fand ihn gut. Lasst uns jagen. Oh,
Oh, direkt vor uns schon. Oh, ich hasse dich, Schnappmaul. Ja, jeder. Jeder hasst dich. Aber es ist gleich Geschichte, das Schnappmaul. Und was auch immer daneben ihm steht. Schlecht, Fremde. Danke, Mann. Oh, gut erwischt. Gut erwischt. Natürlich packen wir das. Wer den noch immer erwischt hat da hinten, gute Arbeit. Oh, Doppelkill. Oh, fast. Netter Versuch. Und down. Down, 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 down. Irgendwie macht er gute Sache mit den Schockpfeilen. Rapid Fire machen wir. Sorry, Junge. War's das? Wirklich? Ha. Huh. Das war fast schon zu leicht. Na, da drüben lebt noch was. Wo habe ich das Schnappmaul? Also erwischt. Da ist die Schnappmaul-Leiche. Hummel ist ganz ruhig. Die ganze Combat-Musik ist weg. Hüp! Na, nicht schwimmen gehen. Wer geht denn in so ein Wasser schwimmen? Oh, da drüben geht's weiter. Beachtet mich einfach mal nicht, gar nicht. Ich hole mir den. Sie, der Turm repariert sie. Der Turm macht gar nichts mehr. Dieses falsche Objekt. Sie langsam. Ein weiteres Schnappen mal. Oh, nett. Machen wir den Granaten weiter, wenn schon gefroren ist. Ei. Ja, ja, ja. Doppel Swipe. Watch for the tail. Oi. Das sollte eigentlich gefroren sein. Ich weiß nicht, warum der noch so viel Schaden machen kann. Jetzt ist am Ende. No chance. Go for a swim. Ja. Ah. Oh, ich gehe auch für eine Schwimmerrunde. Schaffe ich es raus. Komm schon, Eloy. Oh, da oben ist ja noch ein Turm, oder? Ach. Ich will nicht schwimmen gehen, Eloy. Ist das eine Triple-Turmzone? Oder ist der schon zerlegt auch? Warte mal. Jetzt da. Triple-Turmzone. Geklärt wie gar nichts. Lebt noch was? Wupp. Boom. Der Turm lebt noch. Unterdrücken beim Ladung nicht möglich. Hm. Ah, okay, passt. Jetzt können wir. Nur kurze Wartezeiten. Aber jetzt passt wieder alles. Bamsen. Wo sind meine Teammitglieder? Ah, die fighten was. Noch ein Schnapp mal, oder? Da ist die Combat-Musik. Wollte schon sagen. Da ist auf einmal wieder die Entspannungsmusik da. Schwein, wir brauchen es nicht. Ich kann nicht, muss, ja, hab mich nicht zurückhalten können. Wo rennt sie hin? Oh, schnapp mal, verstehe. Das hat doch schon wer angeschossen. Okay, oh, mein kritischer, nein. Ich bin dran.
Ah, Mist. Lass mich doch die kritischen machen. Ey Leute, viel mehr Muskelkraft. Die klettert so viel. Du bist erledigt. Ist er gleich, ja? Die Schockladung in den Po. Nicht wegrennen. Nicht wegrennen. Bleib stehen. Nein. Ich erwisch dich. Ich bin froh, dass wir dich getroffen haben, Aloy. Oh, der rennt weg. Oh, wir können hinterherlaufen. Oh, musst du auf einer gewissen Stelle stehen, wirklich. Ich glaube, bevor ich die letzte Mission mache, hole ich mir noch eine Rüstung. Ach, komm schon. Passt's hier. Ich freue mich, Burgren zu sehen. Ich mag ihn. Burgren ist cool. Der einzige Name, den ich mir gemerkt habe. Komm her, Aloy. Unser Abschied soll angemessen sein. So, das ist das letzte Teil für Burgren. Damit seid ihr drei wohl schuldenfrei. Fürs Erste. Bis Urkai was anderes kaputt macht. Das war nur einmal! Du wärst eine gute Schamanin, Aloy. Danke für die Hilfe. Vielleicht treffen wir uns irgendwann im Sonnenreich. Aloy ist eine Mary Soul. Die macht alles gut. Und wenn ihr im Sonnenreich seid, was dann? Was tut ihr dort? Wir jagen, wie Nukoni es wollte. Nukoni hatte Träume. Ein Verak, in dem man sich gegenseitig hilft und aufeinander aufpasst. Ohne Schamanen und Häuptlinge. Kein Grund, sich die Macht gegenseitig zu entreißen. Hört sich nach viel Arbeit an. Doch es lohnt sich bestimmt. Und ein schöner Tribut für Nukoni. Wir können der Verak werden, den sie sich wünschte. Warum tritt denn nicht mir bei? Ich bin doch Häuptling. Ich kann eure Beute jetzt nicht mehr zerlegen. Meint ihr drei kommt zurecht? Ah, das sieht nicht so schwer aus. Wir kommen klar. Klar. Er schaut dreimal dabei zu und auf einmal ist er ein Schamane. Wenn ihr in Sangesgrund seid, sprecht mit Burgrend. Wenn er selbst euch nicht helfen kann, kennt er jemanden. Bestimmt. Und ich wette, dass die Einführung was kostet. Danke, Aloy. Wir kriegen das bestimmt hin. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Wie fühlt es sich an, die Banuk hinter euch zu lassen? Das Einzige, was ich vermissen würde, ist nicht mehr. Sollen all diese miesen Ban-Urschleimer erfrieren? Das geht ein bisschen zu weit, Urkai, oder? Seltsam. Was heißt es, Banuk zu sein, wenn Ban-Ur dich aufgibt? Wie entscheiden wir, wer wir sind? Was ist mit dir, Aloy? Was denkst du, wer wir sind? Was bleibt dir von uns in Erinnerung? Haben wir eine Wahl, wofür wir kämpfen, was ihr erlitten habt? Ja. Seht euch um. Seit ihr Ban-Ur verlassen habt, habt ihr mehr Maschinen erlegt als andere in einem Jahr. Zersplitterte Herzen, stimmt's, Urkai? Es war nicht zersplittert. Aber ihr habt einen Donnerkiefer für das Herz erlegt. Das stimmt. Also, blöde Idee. Aber was, wenn wir die Splitterherzen wären? Weißt du was? Mir gefällt das sogar. Ja, ist ziemlich gut. Danke, Aloy. Dass du erkennst, wer wir sind. Zersplitterne Herzen klingt besser. Guter Albumname vielleicht. Oh, er hat den Jump geschafft. Nein, warum nicht? Mal schauen, haben wir was in der Nähe? Lagerfeuer. Ich meine, wir sind so ziemlich fertig. Wir geben noch die Burggrundmission ab und dann holen wir uns die letzte Mission. Also es wird wahrscheinlich noch eine Folge geben. Hier oben der Turm, nee, denn der wird ignoriert. Das Jagdgebiet interessiert keinen mehr. Die Häuptlingsprüfung interessiert mich, glaube ich, nicht. Ja, diese Episode ist vorbei. Wir sehen uns beim Burggrund dann wieder. Tschüss.